Hallo meine Freunde der anonymen Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zur NES Classic Edition. Heute mit Zelda 2 The Adventure of Link. Und hier kommt der Titelbildschirm Zelda 2 The Adventure of Link. Da steht's nochmal, für alle die nicht wissen, was für ein Spiel sie gekauft haben. Damals zumindest. Erschienen erstmals 1987 am 14. Januar in Japan fürs Famicom Disk System. Da klang der Titelbildschirm auch noch ein bisschen anders. Generell, das Spiel klang ein bisschen anders, hatte andere Soundtracks, andere Kompositionen, aber man hat es relativ gut auf die nordamerikanische, europäische Version übertragen können. Hier kommt die Geschichte. After Ganon was destroyed, Impa told Link a sleeping spell was cast on Princess Zelda. She will wake only with the power of the third Triforce sealed in a palace in Hyrule. To break the seal, crystals must be placed in statues in six well-guarded palaces. Link set out on his most adventurous quest yet. Copyright 1987 Nintendo. Erschienen in Europa am 26. September 88 und erst als letztes am 1. Dezember war es im Adventskalender in Nordamerika. Ja, es ist die einzige Sequel zu Zelda 1, genau genommen. Alle anderen Teile spielen ja davor oder in parallelen Timelines oder wie auch immer. Und das macht es zu was ganz Besonderem. Die genaue Geschichte erkläre ich gleich. Jetzt beginne ich erstmal einen neuen Save-File. Der sollte eigentlich gelöscht sein. So, jetzt beginne ich erstmal einen neuen Save-File. Ihr merkt schon, der Ton ist ein wenig anders. Er ist eher so düt, düt. Und nicht mehr so beding, beding. Ja, egal. Wir nennen uns aber auch wieder. Wiet, wiet, wiet. Wir nennen uns Link. Eingeben. Hier passiert übrigens komischerweise nichts, wenn man Zelda eingibt. Also, es ist eins der wenigen NES-Spiele, wo das hier nicht heißt, hey, du kannst cheaten, sondern, nein, das ist wirklich nur der Name. Link, ihr seht, wir haben drei Links. Was genau heißt das? Das heißt, wir haben drei extra Leben. Es ist das einzige Zelda, wo es extra Leben gibt, tatsächlich. Und, oh, ja, das ist Zelda, die pennt hier gerade. Das ist cool. Ich soll jetzt mal ausruhen. Wir wecken die jetzt auf. Das dauert ein bisschen länger als vielleicht erwartet. Und ja, was ist jetzt los? Es gibt keine normalen Gegner mehr. Nein, es gibt diese Oberwelt. Und sobald man hier in Gegner reinrennt, wird eine extra Gegnerzone geladen. Und ja, ihr seht, Side-Scrolling, das gab es im ersten Teil nicht wirklich. Der war ja von oben runter gefilmt quasi. Das ist auch was Neues hier. Wir kommen noch zu weiteren Neuerungen. Das sind jetzt erstmal die gröbsten. Ich erkläre vielleicht oben mal ein bisschen das Interface. Und zwar haben wir oben links eine 1 stehen und ein Schwertchen. Das bedeutet auf gut Deutsch, dass unsere Angriffskraft 1 ist. Also wir haben ein Level von Angriffskraft her und das Level ist 1. Das können wir hochleveln. Wie, dazu komme ich gleich. Dann oben haben wir Magic minus 1, also minus 1, das Minus ist einfach nur so ein Trennstrich. Das ist nicht wirklich minus 1. Das sagt, dass wir auch Magie Level 1 sind. Und das rechts daneben, Life 1, ja, kann man sich fast schon denken, heißt Leben Level 1. Wir können das leveln, indem wir Erfahrungspunkte sammeln. Und zwar seht ihr oben rechts die Erfahrungspunkte. Dabei sei gesagt, wenn ihr jetzt irgendeinen Menschen kennt, der die japanische Version dieses Spiels spielt, da funktioniert das mit dem Leveln ein bisschen anders, auch über Erfahrungspunkte, aber die speichern sich anders. Darauf kann ich näher eingehen, will es jetzt aber gerade nicht. Ja, hier ist es so, wenn man 50 Erfahrungspunkte hat, dann wird erstmal Magie gelevelt. Ne, Blödsinn. Dann bekommt man ein Level ab. Wir werden gleich sehen, was passiert. Oh, es macht übrigens auch einen Unterschied, in welche Gegner man reinrennt. Da ich jetzt in anderen gegangen bin, kommen jetzt andere Männchen hier.
Ich vermeide das aber für gewöhnlich und versuche die Wobbelchen hier aufzusammeln, aufzusuchen. Noch eine Sache, die ich erwähnen kann, ist, dass dieses Schwert, das da vorne wegfliegt immer, das kommt nur, wenn man volle Leben hat. So, jetzt haben wir ein Level Up. Oben rechts steht hier 50 von 50 und wir können jetzt Leben ableveln, weil da steht Leben, da wo der Pfeil gerade ist, hier. Und links daneben ist eine 50. Das nächste Level wird 100 brauchen. Das ist dann Magie, was wir leveln können. Bei 200 können wir erstmal Attack leveln. Wir können das jetzt aber auch lassen und sparen und als erstes Magie leveln für 100. Dann müssen wir jetzt halt erstmal auf 100 Erfahrungspunkte kommen. Ich persönlich werde Leben ableveln. Das heißt jetzt nicht, dass wir einen extra Lebenscontainer bekommen. Das heißt nur, dass wir weniger Schaden nehmen. Bei Magie ist es dann so, dass man weniger Magie braucht für die Zauber. Ach ja, es gibt dann noch so spezielle Felderchen wie diese hier. Da gibt es dann P-Bags und ja, mit denen kriegt man 50 oder mehr, auch teilweise 100, 150, 200, ne ich glaube 150 nicht, aber 200 Erfahrungspunkte auf einmal. Dann haben wir hier ein Dorf und das Dorf heißt Rauru. Wer Ocarina of Time gespielt hat, der weiß, Rauru ist eigentlich der Weiße des Lichts. Hier sind die Dörfer nach Weisen aus Ocarina of Time benannt, beziehungsweise andersrum. Die Weisen aus Ocarina of Time sind nach Dörfern aus Zelda 2 benannt. Ich glaube, diese Dame müssen wir ansprechen. Talk with my father before bla bla bla. Ey, Quatsch mit meinem Vater. Okay. Mach ich. Der kann uns jetzt irgendwas beibringen. Ja, wir sind hier in einem Dorf. Ich glaube, das habe ich. Ja, das habe ich schon erwähnt. Brauchen wir aber auch, glaube ich, nicht erwähnen. Das sieht man schon. Er gibt uns jetzt einen Zauberspruch. Und zwar den Schildzauberspruch. Er braucht 32 Magiepunkte. Das kann ich jetzt über Start hier aufrufen, das Menü. Da sehen wir auch unten das Köpfchen mal 2. Das sind die Leben, die wir haben. Das drunter sind Schlüssel, die wir haben, und das drunter sind die Kristalle, da haben wir noch 6 Stück von. Zu den Kristallen komme ich später, wenn es dann um die Story geht. Zaubersprüche setze ich ein mit Select, dafür muss ich die vorher hier erst mal auswählen. Das heißt, hätte ich den jetzt... Ich demonstriere es mal kurz. Hätte ich den jetzt... ich kann da nicht wieder rein. Hätte ich den jetzt da drin ausgewählt, dann müsste ich den jetzt hier nochmal auswählen, weil das resettet sich irgendwie immer und das ist... Ich glaube, das fährt man besser, wenn man spielt. So, ich suche eigentlich was ganz anderes. Ich bin... Ah, dich suche ich. Hallo. Nein, doch nicht. Suche ich dich? Ah, bitte lass mich dir helfen. Komm rein. Die Frau, die kein... Die rote Dame, die keinen Korb auf dem Kopf trägt. Ich kann dir dein Leben wieder auffüllen. Du möchtest nur nicht wissen, wie. Weil du... theoretisch noch zu jung sein könntest für dieses Spiel. Was? Okay, auf jeden Fall kann man im Dorf wieder sein Leben auffüllen, später auch noch seine Magie. Das geht jetzt in diesem... Ups. Das geht jetzt in diesem nicht, das geht in allen anderen, aber glaube ich lustigerweise. So, was gibt's noch zu erzählen? Dass dieses Spiel sehr anders ist als der Vorgänger, muss ich nicht erklären. Hat aber auch ein paar Sachen erstmal zur Serie hinzugefügt, die es vorher so nicht gab. Wie zum Beispiel den Magiebalken, Dark Link, also Schattenlink, Dunkler Link, wie auch immer. Das ist nämlich der Endboss von dem Spiel hier, kleiner Spoiler. Dann... Oh, da war gerade eine Fee. Ja, es gibt auch Feen, die das Leben auffallen. Die sind nur nicht so häufig. Okay, das sind sie eigentlich nie in Zelda, wenn ich so drüber nachdenke. Naja, und so pausiert man das Spiel, es macht keinen Pausierton. Sondern es hält einfach an mit Start. Ach ja, was es noch in die Zelda-Serie eingebaut hat, sind NPCs, also Leute. und Städte. Das gab es ja in Zelda 1 nicht. Zelda 1 war einfach nur, du läufst durch die Gegend. Und ach ja, diese blauen Fläschchen, die füllen Magie auf. Sieht man halt nicht. Weil, naja, wir haben volle Magie. So, dann... Was hat's noch getan? Ach ja, genau, es war das erste Spiel, wo in den Städten die Leute rumlaufen. Das war tatsächlich vorher nicht Standard, auch wenn ich das mit anderen Spielen vergleiche.
die Leute, mit denen man reden konnte, die sind nie rumgelaufen. Blödsinn, in Castlevania 2 sind sie es. Aber eventuell kam Castlevania 2 in Japan vor, nach diesem Spiel hier raus. Das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Das müsste ich jetzt nachschauen. Ich blende es mal ein. Und selbst wenn, es war für die Zeit besonders. Ich glaube, ich komme nochmal zur Geschichte. Oh Gott, in welches bin ich jetzt reingerannt? Ich glaube, ich komme nochmal zur Geschichte. Wir haben es ja schon grob im Titelbildschirm gelesen. In der Anleitung steht sie ein bisschen ausführlicher drin. Ich glaube, keine Ahnung, 15 Seiten oder so. Kannst du mal nachzählen, hier einblenden, wie viele es tatsächlich sind. Ein bisschen mehr als auf dem Titelbildschirm auf jeden Fall. Und zwar fängt das so an, dass Link, der jetzt 16 Jahre alt ist, ich weiß gar nicht, wie alt er im ersten Teil war, ich glaube 14 oder so, bemerkt eines Tages auf seinem auf seiner linken Hand ein Muttermal. Und das sieht so aus wie das Wappen von Hyrule. Hyrule, sprich das Triforce. Ja, jetzt können wir hier Magie hochleveln. Ich hätte es hat übrigens einen Grund, dass ich das vorher level und nicht erst in den ersten Palast gehe. Das hat seinen Grund, das seht ihr danach noch. Und zwar entdeckt er dieses Muttermal und dann geht er zu Impa und Impa sagt so, oh nice, du bist ein Dude, den auf dem habe ich gewartet. Und führt ihn erstmal zum nördlichen Schloss. Und dort gibt es so eine Türe, die versiegelt ist. Und die mit seiner Hand geöffnet werden kann. Das heißt, er legt seine Hand auf die Türe, auf das Tor. Und dahinter befindet sich Zelda, die schläft. Und dann erzählt Impa, warum die gerade pennt. Das ist ganz einfach. Eigentlich nicht. Es ist ganz einfach. Und zwar ist der alte König verstorben. Der hatte noch ein paar Geheimnisse, nämlich wo das dritte Triforce ist. Denn in Zelda 1, ich habe es ja da schon erwähnt, es gab da nur zwei Triforce. Das der Macht und das der Weisheit. Auch das Triforce des Mutes, was hier jetzt dann mit eingeführt wurde, ist eine Neuerung dieses Teils und wird in späteren Zelda noch sehr wichtig. Das heißt, dieser Titel hat durchaus Einfluss auf die Serie genommen, mehr als einem erstmal bewusst ist. Möchte ich mal dazu gesagt haben. Und ja, dann hat die Zelda das noch gewusst, wo das Triforce ist. Das hat der Vater aber sonst mit ins Grab genommen. Hat's keinem gesagt, aber Zelda wusste es. Und Zelda hat halt einen Bruder, den Prinzen. Und der Prinz wollte es unbedingt wissen und Zelda aus irgendeinem Grund so, nee, sage ich den. Oh, das passiert übrigens, wenn man auf dem Weg einen Gegner trifft, dann sieht das so aus. Und Zelda so, nö, ich sag's dir aber nicht. Und dann so der Prinz, ey, jetzt bin ich aber wütend. Und der Prinz hatte so einen Kumpel und der war Zauberer. Und dann hat er zu der gesagt, ey, zu dem gesagt, ey yo, Payback. Nice. 50 Erfahrungspunkte gekriegt, die droppen auch manchmal so. Dann hat er gemeint so, yo, wenn du jetzt nicht sofort sagst, wo das Triforce ist, ja, ich bin der Prinz, ich werde hier mal reagieren. Du musst es mir sagen, ich brauche die Power von dem Ding. Dann wird der Typ dich zum Schlafen bringen und dann wachst du nicht mehr auf und dann hast du dann davon. Und die Zelda so, sag's dir nicht. Und dann der Prinz so, boah, dann schläfst du jetzt ein. Und der Zauberer macht diesen Zauberspruch und geht dabei selber drauf. Und dann bereut der Prinz das aber irgendwie so, scheiße, ich habe jetzt meine, nicht Freundin, meine Schwester, fast das gleiche. Nee, nimm das bitte nicht ernst. ich habe jetzt meine Schwester hier zum ewigen Schlaf gebracht, das ist jetzt aber voll blöd. Was soll ich denn jetzt tun? Jetzt schläft die da, ich kann da nichts tun mehr gegen. Und naja, das hat er dann so bereut und dann hat er gesagt, okay, von nun an bis in alle Ewigkeit soll jede Prinzessin im Gedenken an diese Tragödie Zelda heißen. Und ja, nun heißt jede Zelda. Und links sieht diese schlafende Zelda, die übrigens nicht die Zelda aus Zelda 1 ist. Der Link aber lustigerweise, soweit ich weiß, schon. Und wir haben ein Level Up. Oh, wir können nochmal Leben leveln, bevor wir Attacke leveln. Ich will jetzt aber Attacke leveln. aus einem Grund, den ich euch gleich zeige.
Ups, hier lang. Ja, und Impa gibt dann halt Link jetzt die 6 Kristalle und sagt, die musst du in 6 Paläste, die in ganz Hyrule verstreut sind, einsetzen, diese Kristalle, um Zelda wieder zu erwecken. Nein, Blödsinn. Um in den großen Palast zu kommen, wo das dritte Triforce liegt. Warum weiß Impa das eigentlich? Und ja, in diesem Palast das große Triforce und damit kannst du dann Zelda wieder aufwecken. Aber das war eigentlich noch nicht die ganze Geschichte, denn Impa gibt Link eigentlich nicht die 6 Kristalle, also das auch, aber sie gibt ihm auch eine Schrift, die in einer Sprache geschrieben ist, die kein Mensch lesen kann. Aber der zukünftige König von Hyrule, yes, P-Back, kann die lesen. Bam! Jetzt haben wir alles auf Level 2 gebracht. Der zukünftige König kann die lesen. Seht ihr, jetzt machen wir die Roten mit einem Hit kaputt. Und Link sagt, cool, ich kann die komplett problemlos lesen und checkt wahrscheinlich nicht, dass er der König werden soll oder so. Impa, die alte Kupplerin halt. So, wir sind in der Höhle. Und ja, das war eigentlich die Geschichte übrigens. Dann zieht er jetzt los, um Zelda aufzuwecken. Hier irgendwo ist ein Viech am Boden, genau das hier, welches man nicht sieht. Später werden wir eine Lampe bekommen oder Laterne oder so und dann kann man hier in den Höhlen alles sehen und... nein, das wollte ich nicht. Ich glaube, es gibt noch eine Sache, die ich euch zeige, bevor ich in den ersten Palast gehe. Ja, die sollte ich euch wirklich zeigen, denn ich habe es bitter nötig. Und zwar, wo man einen Herzcontainer bekommt. Ich überlege, ob ich das vorspule. Na, wobei, es sollte gehen hier unten. Hier erscheint jetzt erstmal die Brücke mit tödlichen Blasen, die von oben, von unten nach oben aufsteigen. Das Spiel selbst wird übrigens als eines der schwersten Zelda, wenn nicht sogar das schwerste Zelda, genannt. Ich persönlich sage, ja, es ist nicht einfach, aber wenn man sich mal ein bisschen konzentrieren würde, dann geht das schon. So, wir töten jetzt diesen Typen hier ganz fixe. Und sammeln dann das Herz auf, weil das füllt unser Leben auf. Und wir haben jetzt ein 5. Kästchen. So, damit hätten wir das schon mal geregelt. Dann geht's wieder zurück hier über die Klippen oder was das sein soll. Wow. Und in den ersten Palast, den ich noch durchspielen will. Eventuell auch... Nein, eigentlich nicht im Zeitraffer. So lange dauert der nicht. Es wird heute ein echt langes Video. Es wird ein richtig langes Video. Aber dafür kann ich nichts. Das Spiel ist nun mal sehr umfangreich. In der japanischen Version sind alle Dungeons übrigens in dieser Farbe hier gehalten. In der europäisch-amerikanisch wie auch immer Version ist es allerdings so, dass die Dungeons unterschiedliche Farben haben. Die sehen teilweise auch ziemlich komisch aus. Um das mal so zu formulieren. Wenn auf einmal so ein quietschblauer Dungeon ist oder so, oder quietschrot. Ich persönlich habe das Spiel durch, ohne Tod. Ihr seht, ich stelle mich halbwegs gut an, so meine ich das nicht. Ich habe einfach so oft gesavestated, bis ich alles ohne Tod geschafft habe. Oder beziehungsweise ich habe immer so gesavestated, denn ich habe es am 3DS durchgespielt und da kann man savestaten. Ansonsten hätte ich das auch nicht geschafft, also... lustigerweise hatte ich dann am Ende A Leben, denn wenn man mehr als 9 Leben hat, stellt sich heraus, dass der Lebenscounter hexadezimal ist. Sprich, nach 9 geht es dann mit A, B, C, D, E weiter. Und F müsste es auch noch geben. Und was dann passiert, weiß ich nicht. Ich hatte ja nur A. Und ich hatte jetzt nicht die Muse, mir so viele extra Leben zu holen. Extra Leben holt man sich übrigens, wenn man nicht, glaube, 8000... Erfahrungspunkte hat und bereits alle Level-Ups, die man haben kann, hat. Sprich, Magie auf 8 ist das höchste, Leben auch und Verteidigung auch auf 8. Und diese lustigen Geisterdinger, Skelettdinger, die kann man töten. Das probiere ich jetzt aber nicht. Das ist einfach nur nervig. Das ist hier auch kein guter Punkt gerade dafür. Hier irgendwo gibt es auch eine Fee. Hier kommt... Nein, okay. Das ist keine Fee, das ist ein Stahlfoss. Den kann man aber auch relativ einfach töten. Wie ihr seht.
So. Wir haben gleich wieder ein Level Up. Ich weiß nicht genau, was dran ist. Ich glaube Leben, ne? Leben müsste jetzt als nächstes dran sein. Ja, genau. Hier könnte man jetzt das Viech oder das Ding gut besiegen. Es zieht aber auch eine Menge Leben ab, wenn man es nicht sofort trifft. Oh, wobei, es geht sogar. Ja, ich töte das mal eben. Das wird jetzt ein bisschen B-Knopf-Vergewaltigung, also es dauert wirklich ewig. Gerade am Anfang. Später im Spiel geht das dann schneller, logischerweise. Die Anleitung war in Farbe, mit Bildern, sehr vielen Bildern sogar. Den Game-Over-Bildschirm haben wir noch nicht gesehen. Ich hoffe, ja doch, ich werde ihn noch zeigen. So sieht dann der Game-Over-Bildschirm aus. Ich habe es nur gestern vergessen zu zeigen. Ich nehme das hier gerade nachträglich auf. Ja. Aber jetzt wieder zurück zum Spiel. Der ist im... Ha! Der ist im Japan... Oh, Leben wird aufgefüllt. Nett. Der ist im Japanischen anders. Da steht dann einfach nur Game-Over. Ganon gewinnt. Ganon gewinnt. Ganon habe ich noch gar nicht erwähnt. Den gibt es in dem Spiel auch. Und zwar diese ganzen Typen, die ihr hier seht, die sind hier nicht aus Jux und Tollerei. Das sind Ganons Minions und die versuchen, indem sie... Die müssen Link töten, weil Links Asche müssen die dann auf... Nein, Blödsinn. Links Blut müssen die auf Ganons Asche tun, damit Ganon wiederbelebt wird. Und deswegen versuchen die Link zu töten. Das ist so nebenbei noch. Deswegen wird gerade ganz die Hule von denen genervt. Ja, okay, das Viech muss man einfach ein bisschen abwarten und dann kann man das auch relativ easy töten hier. So. Ah, das ist eine rote Flasche, die gibt wieder volle Magie. Das bringt nur nichts. Ich hätte vielleicht Schutz vorher einsetzen sollen. Hallo. Hallo. Und du da. Achso, bringt ja nichts. Ich habe ja volles. Ah ja, eine Sache, die ich noch erwähnen, oder zwei vielmehr, die ich noch erwähnen könnte, ist, dass der König in der Spielebeschreibung aussah wie der König aus Wind Waker. Hatte zumindest eine große Ähnlichkeit und... Moment, bei mir wird geklingelt. So, da bin ich wieder. So, ich gehe mal eben hier rüber, hier müsste eine Fee sein. Hier geht's nicht weiter, also nur eine Fee. Wo war ich stehen geblieben? Sorry. Das war mein Nachbar. Genau, König sieht aus wie ein Wind Waker. Das Spiel hatte eine goldene Pack... Oh, die sind fies. Aber es gibt diesen Trick. Man muss springen und schlagen gleichzeitig und dann sind... Boah, ging der schnell K.O. 200 Erfahrung, das heißt, wir leveln gleich mal Magie. Herzlichen Glückwunsch. Und dann könnte jetzt... Oh. Die besiegen nur auf die Altbewährte. Komm schon. Geh schon drauf, okay. Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut. Eigentlich gibt es nichts mehr zum Spiel zu sagen. Ich will jetzt wirklich nur noch den ersten Palast zu Ende zeigen und dann vielleicht noch einen Speicherstand laden, der ein wenig weiter im Spiel fortgeschritten ist. Sprich nach Palast 2, glaube ich. Ja, das wird jetzt natürlich lustig mit dem Typen, aber den können wir relativ easy töten sogar. Na. Und, hepp, und komm schon. Und da ist er down. So, jetzt müsste dann auch langsam der Endboss kommen. Oh, nee. Der Endboss kommen. Zack, und zack, und zack, und zack, und zack. Kann man das zum GIF jetzt machen? So. Na, GIFs haben keine Töne, aber so die Bewegung an und für sich. Ah, das hier ist der Bossraum mit dem Vorhang. Und den Boss besiegt man doch einfach nur durch den hier? Wie hat man den nochmal besiegt? Ja, doch so. Ja, ich habe jetzt mal Schutz ausgewählt, das bringt mir nur jetzt wenig. Ja, hier seht ihr den Game-Over-Bildschirm. Nicht ganz, aber ihr seht den Todesbildschirm. Ich glaube, am 3DS war der einfach nur rot. So, ich wähle es aus. Bam und bam und bam und bam und... Links seht ihr übrigens die Leben des Boss. Das hat man so auch nicht mehr in Zelda gesehen.
So eine Anzeige. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Ah, doch, doch, doch. In Breath of the Wild gibt's sowas. Zumindest hatte ich da... Hatten wir schon Bosse in Breath of the Wild? Nee, ne? Also ich bin immer davon gelaufen. Link hat sogar einen Schatten hier. Es droppt ein Schlüssel. Der droppt lustigerweise immer, auch wenn man dann irgendwann einen Schlüssel hat, der alles öffnet immer. Da kriegt man trotzdem noch Schlüssel. So, und wir setzen jetzt hier den ersten Kristall ein. Es wird alles wieder aufgefüllt. Und wir bekommen ein Level-Up geschenkt. In dem Fall Leben. So. Der Palast... Es gibt in dem Palast noch ein Item. Nur fragt mich nicht, was und wo. Normalerweise würde der zu so einem Stein zerfallen. Ich lade jetzt mal den späteren Safe. So. Ihr seht, wir haben ein bisschen mehr an allem. So, ups, auch an Pause. Auch an, wie heißt das nochmal? Hier, Magie, Leben. Wir können jetzt uns sogar mittlerweile schon heilen. Das Ding ist, ich habe nicht mehr genau eine Ahnung, wo ich gerade hin muss. Ich weiß, dass ich so einen Zauber brauche, mit dem man sich in eine Fee verwandeln kann, um zum dritten Palast zu kommen. Weiß nur gerade nicht mehr, wo es denn gibt. Eventuell hier in der Stadt. Ah ja, wir haben auch diesen neuen Move hier. Ja, aber so sieht das Spiel dann aus, wenn man ein bisschen weiter ist. Ja, hier leben. Können wir uns heilen. Dann muss ich jetzt zur Magietusse gehen. Wo ist die nochmal? Oh, die Stadt hier heißt übrigens... lass mal nachgucken. Harbor Town of Mido. Ah ja, Mido war eine Ausnahme. Mido ist nämlich in Ocarina of Time nur so ein Typ in Kokiri Forest. Kein Weiser. Weil die Weise des Waldes ist ja Saria. Spoiler. Ja, ich denke mal, Ocarina of Time kennen wir alle, oder? So. Ah, es gibt auch einen Zauber für höhere Sprünge, dass die dann so aus sind. So aus? Hä? Also eigentlich kommt man da so dann mit hoch. Ah, ja, okay. Keine Ahnung, warum es gerade nicht ging. Aber müsste ich schon geholt haben hier alles. Kommt mal wieder zu dem Typen, der hier unten einer raucht oder keine Ahnung, was der... Ich war live. okay. Ich kann dir nicht mehr helfen. Oh ja, okay. Mir ist nicht mehr zu helfen. Da habt ihr's. Gut. Generell das Spiel, mir hat sehr gut gefallen. Es ist anders als Zelda 1, klar. Nur mal ein kurzes Fazit zu geben für euch. Es ist anders, aber es gehört halt nur mal zur Serie. Ach, das ist die Makitusse. Aber es gehört zur Serie und, ja, es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Ich meine, es verbindet Jump'n'Run, Action-Adventure, Rollenspiel und sowieso, also es verdient, es verbindet so viele unterschiedliche Kategorien und das im Jahr 1987. Das ist ein verdammt gutes Spiel. Einzige, was halt nicht ganz stimmt, ist das Balancing von den Gegnern, aber spätestens jetzt, wo wir Save States haben, das Spiel ist absolut spielbar. Ich persönlich habe es durchgespielt, indem ich das Let's Play von Domtendo geschaut habe und gleichzeitig auf so einer Seite immer die Karten nachgeschaut habe. Man kann Karten nachschauen von den Spielen, von den einzelnen Leveln. Und wenn man das tut, dann ist das Spiel auch ganz gut spielbar. Man muss sich ja nicht wie ich die Herausforderung stellen, keinmal zu sterben. Auch so, es ist gut spielbar. Ihr habt es ja gesehen, ich habe jetzt den ersten Palast mit einem Tod durchgespielt. Ja. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War jetzt ein bisschen sehr viel länger und so, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie viel. Oh, in Japan war übrigens auch das Wasser animiert. Das fällt mir gerade noch ein. Gut. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder bei Tecmo Bowl. Das wird wahrscheinlich ein eher kürzeres Video. Ist nur so ein Fußballspiel. Ja. Bis dahin. Tschüss. Haut rein, Leute. Euer Anonymimus.